Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Pokémon Masters. Und hoffentlich gefällt es euch heute auch wieder. Wir machen Kapitel 2 weiter mit dem Barry, was wir schon erlegt haben. Wir müssen gegen Team Wake antreten. Begegnung in der Höhle. Das führen wir jetzt mal durch und schauen uns mal das ganze Spektakel an, wie es jetzt vonstatten geht. Oh, hey, Team Wake, jetzt haben wir euch. Wer ist das? Uah. Barry, warte. Er trägt doch überhaupt keine Maske. Vielleicht gehört er gar nicht zu Team Wake. Wer ist das? Ich kenne ihn, glaube ich. Mit Wuffels? Was? Schon wieder eine Verwechslung? Tut mir echt leid. Ach, schon in Ordnung. Ist ja nichts passiert. Ich bin übrigens Kilian. Kilian? Ich bin hier, um Team Wake zu zerschlagen. Als Pokémon-Trainer kann ich diesen Halunken nicht tatenlos zusehen. Hey, wir sind auch hier, um Team Wake aus dem Verkehr zu ziehen. Das ist doch Ihr Treffpunkt, oder etwa nicht? Ja, in der Tat. Seid also immer auf der Hut. Wir wissen nicht, wo sie uns auflauern. Kilian. Woher kenne ich Kilian? Ah, unsere Beute wandert uns ganz unbekümmert ins Netz. Was für ein leichtfertiger Haufen. Für eure Besonnenheit werdet ihr jetzt bestraft. Okay, Branavax. Ah, da sind sie. Auf sie mit Gebrüll. Geschafft. Okay, dann machen wir gleich den Kampf. Ich weiß nur nicht gerade, wo ich diesen Kilian herkenne. Deswegen, vielleicht wisst ihr es ja, dann lasst mir es doch gerne in den Kommentaren wissen. Versus Team Break, Höhle 3. Oh Gott. Ja. Können wir denn das Team... Achso, okay. Da kann man verschiedene Teams machen. Ich wollte nur mal kurz gucken. Team ändern. Team Auswahl. Achso, okay, hier kann man verschiedene Teams erstellen für verschiedene Situationen. Und ich könnte hier zum Beispiel Bianca gegen... Ja, ich habe ja den einen bekommen. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Und ich könnte theoretisch Barry mitnehmen. Wobei, das macht ja gar keinen Sinn, weil Wasser gegen Wasser... Ich wollte einfach nur mal gucken, aber ich könnte theoretisch das Team ändern. Okay, alles klar. Dann legen wir los. Wir fighten jetzt gegen Team Wake und schau mal, was hier passiert. Ich wollte einfach nur mal schauen, dass ich für Zukunft, dann wenn dann nicht die Pokémon kommen, wo ich gegen sehr effektiv bin, dass ich wechseln kann. Ja, Branavax und die zwei müssten Gastella sein. Okay. Da kommen halt andere Pokémon. So, wir fangen natürlich erstmal mit einem schönen Donnerblitz an auf Bidis Fass. Ich glaube, das ist immer das Stärkste in der Mitte, ja, sehr effektiv. Dann Donnerschock. Wir werden natürlich geschlagen. Und dann Spezial X-Tempo, damit wir schön was machen können. Und dann macht Pikachu hier seine Arbeit. Und dann haben wir es gleich geschafft. Oh Gott, Branavax wird natürlich sehr kritisch sein. Donnerschock, Pikachu. Okay. Es ist halt schwierig. Der greift Dian jetzt, macht Energieball. Das muss auf jeden Fall sehr effektiv sein. Es ist schwierig. Wir können mal einen Tank auf Miltank einsetzen. Und dann, ja, wir machen nicht genug Schaden. Das ist traurig. X-Tempo. Da muss ich noch aufladen, Spezialangriff erhöhen, alles erhöhen und dann Donnerblitz. Branavax ist halt ein starkes Pokémon, das könnte halt Probleme erforderlich mit sich bringen. Genau, aber wir können es gut angreifen, die Barschufts, die, wir machen einfach das. Ah, okay, nicht genug aufgeladen, schade. Gefährtenattacke von Pikachu, ich hätte vielleicht die von Seppi voll machen sollen, egal. Hier kommt unser epische Donner des Aufbruchs Attacke. Pikachu erledigt. Branavax jetzt aber in vollsten Zügen hoffentlich. Ja, okay. Und die anderen zwei. Body Slam, komm, mach Barschuft kaputt. Und du machst den kaputt. Und dann ist alles geregelt. Mit Body Slam ist dieses Barschuft besiegt. Und das andere sollte auch eigentlich jetzt kein Thema sein. Pikachu, kannst du mal bitte deinen Angriff machen? Okay, jetzt kommt hier noch ein Gastella. Agro-Stella, Gastella muss das sein, Body Slam. Jetzt greift er den an, der andere muss aufladen, Pikachu. 7 Sekunden und auch besiegt, okay. Irgendwie hat Milton ganz viel einstecken müssen. Oh, es lebt noch? Wir haben es geschafft, oder? Nee, da kommt... Ah, okay, das letzte Pokémon. Donnerschock und es ist besiegt. Wunderbar. Ja, mal gucken. Ich habe ja hoffentlich die Länge in angemessener Länge gemacht bisher von den Folgen gewonnen gegen Team Break, okay. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nachschauen, wie man richtig kämpft, wie man das beeinflussen kann, auf wen man angreifen kann, aber ich habe es nicht geschafft durchzulesen, weil ich auch noch anderes Zeugs privat machen musste, andere Sachen
Und ich wollte trotzdem meine Folgen aufnehmen, damit ich die schon mal aufgenommen habe, damit die auch kommen. Wie gesagt, das ist jetzt die Release-Woche. Da kommt jetzt jeden Tag eine Folge plus meine normalen Videos, die an den normalen Tagen kommen. Habt ihr am Donnerstag gemerkt und ganz viele Belohnungen. Und dann haben wir vielleicht schon Kapitel 2 abgeschlossen. Schauen wir mal. Nee, ein Freund, der Mut macht, okay? Es geht noch weiter. Das erste Kapitel war jetzt nicht so lang. Ich glaube, die Kapitels gehen immer länger. Aber ja, mal gucken. Vielen Dank, ihr wart eine große Hilfe. Durch euren Einsatz konnten wir diese Schurken schnell aus dem Weg räumen. Nicht zu danken, ehrlich. Wir sind ja auch mit diesem Ziel hergekommen. Jetzt, wo wir Team Break hier besiegt haben, können wir uns beruhigt wieder auf die WPM konzentrieren. Oh, seid ihr etwa ein Team, das an den WPM teilnimmt? Ja, genau. Hast du auch Interesse an den WPM teilzunehmen, Kilian? Hey, das wär's doch. Willst du nicht auch bei uns mitmachen? Du bist ein klasse Typ. Tut mir leid, ich muss leider ablehnen. Ich möchte nämlich mein ganz eigenes Team aufstellen und damit an den WPM teilnehmen. Was, du bist vielleicht ein Spielverderber, aber da können wir wohl nichts machen. Wenn ihr auf der Suche nach weiteren Gefährten seid, solltet ihr vielleicht bei der Vulkanzone vorbeischauen. Angeblich unterziehen sich einige Pokémon-Trainer dort ihrem Training. Echt, danke für den Tipp. Komm schon, Niklas. Es gibt eine saftige Strafe, wenn du zu spät bist. Okay, wir sollten aber dann mal unser Team wechseln. Und ja, das ist fertig. Und dann schauen wir mal. Hey, du da, du hast vielleicht Nerven, mir mit so einer geschmackslosen Kappe unter die Augen zu treten. Was? Warte mal, du bist doch Leia. Redest du etwa von Niklas? Warum greifst du ihn wegen seiner Kappe an? Hm, ihr seid gleich eine ganze Truppe von Nervensägen, was? Hier auf Passio hab ich das Sagen und ich sage, ihr gehört hier nicht her. Wer bist du überhaupt? Ich fasse es nicht. Es gibt tatsächlich Leute, die nicht wissen, wer ich bin. Ja, ich weiß noch nicht, wer du bist. Mein Name ist Leia. Leia, ich würde mal so sagen, das spricht man so aus. Ich bin der Schöpfer Passios, dieser wunderschönen künstlichen Insel und der Veranstalter der World Pokémon Masters. Außerdem bin ich der Trainer, der es an die Spitze dieses Turniers schaffen wird. Prägt euch meinen Namen also gut ein. Okay, und das sind seine Kollegen. Ich bin übrigens Shatter. Man sieht sich. Darvial. Und ich bin Darvial. Jeder, der unseren Herren mit Respektlosigkeit begegnet, bekommt es mit uns beiden zu tun. Okay, alles klar. Egal. Solche Anfänger wie ihr werdet mir wieso nicht in die Quere kommen. Muhahaha. Okay. Dann schauen wir mal. Unglaublich, dass der einfach aus dem Nichts anfängt, uns zu beleidigen. Mach dir deswegen keine Gedanken, Niklas. Ich garantiere dir, dass du und deine Pokémon vielversprechende Gefährten seid. Also konzentrieren wir uns auf den nächsten Schritt zur Teilnahme an den WPM. So, wir machen aber erstmal jetzt hier Zusatzgebiete. Mal gucken, was hier passiert. Okay, ich will einmal was machen. Ich will es euch einmal zeigen. Verstärkungstraining. Wir machen das einfach einmal. Und dann ist die Folge auch schon vorbei. Verstärkungstraining, normal, Bonus, okay, Boss. Gucken wir mal. Aha, einfach nur kämpfen, glaube ich, ne? Wir schauen uns das mal an. Und dann gucken wir mal. Vielleicht machen wir noch einen Teil aus Kapitel 4. Muss ich mal gucken. Es ist einfach nur, Willi fordert dich heraus, einen Kampf gegen einen der Top 4. Vielleicht kriegen wir den ja für unser Team, mal gucken. Ja, krasse Pokémon. Wir sind eigentlich gut vorbereitet. Wir machen natürlich Donnerblitz auf Satu. Sollte eigentlich schnell besiegt werden, ja. Er kann Blubber und Hyperheiler, okay. Sternschau ist natürlich krass. Und dann Donnerstock, Pikachu. Ah, Blubber ist auch so eine Attacke, die alle angreift. Das ist wunderbar, das gefällt mir. Satu wurde besiegt. Und dann nochmal Donnerstock. Schneckmark ist halt das Problem. Warum kannst du eigentlich nicht hier Starmie? Du bist viel zu langsam mit Aufladen. Okay, man braucht zwei Balken. Ah. Aber ich setze immer die ganzen Balken von Pikachu ein, weil der seine Attacke gut ist. Idifas wurde besiegt. Jetzt müssen wir schon noch um das gute ja, Schneckmark kümmern. Das ist natürlich nicht effektiv, das ist das Problem gerade. Aber ich glaube, Blubber macht mehr Schaden als der von Donnerschock. Und jetzt können wir mal seine Gefährtenattacke ausprobieren. Ah ne, schade. Können wir nicht, aber egal, wir haben es geschafft. Ich wollte eigentlich für Kapitel 4 die Wasser-Pokémon mitnehmen, aber wenn da auch so Gesteins-Pokémon kommen, ist das schon
eine Nummer für sich. Aber wir haben Willi, den Top 4-Mitglied aus der zweiten Generation, besiegt. Wunderbar. Und wir erhalten einiges an Zeug. Die Levels sind gestiegen. Pikachu ist Level 12, Misty Level 9, ja, die hatte ich halt nicht trainiert. Und Barry ist auch Level 9, wunderbar. Man muss halt auch mal zu seinem Team wechseln, damit man die gleichen Pokémon, die er im Einsatz hat, geschafft. Okay. Ah, okay. Schwer, normal. Das machen wir aber später. Ich möchte aber noch einmal eine Gefährtensuche bei Trixie durchführen. Und dann gucken wir mal. Gefährtensuche. Damit ich noch einen bekomme. Dann führen wir mal die Gefährtensuche durch. Ja. Und dann schauen wir mal, wen wir bekommen von den Gefährten. Unser Purifon. Ich glaube, Purifon heißt das. Ich habe in der ersten Folge den Namen vergessen. Aber müsste ja jetzt hier eigentlich funktionieren. So. Und dann gucken wir mal, wen wir bekommen. Vielleicht kriegen wir irgendeinen brauchbaren, irgendeinen hilfbaren. Ah, Camillo mit Makuhita. Das ist der Arenaleiter aus der zweiten Stadt, sage ich jetzt mal, der zweite Orden in Rubin, Saphir und Smaragd. Ich kenne die meisten Charakter. Zertrümmerer Durchbruch. Okay, alles klar. Aber wir wollen noch in Kapitel 4 was machen. Ein Part können wir noch machen. Dann, oh, Flavia. Training am Vulkan, machen wir das mal einfach. Das ist eh erstmal Gespräch. Und dann machen wir da an dieser Stelle im nächsten Part dann weiter. Training beim Vulkan, los geht's, okay. Dieser Trainingsplatz, den Kilian erwähnt hat, der muss hier irgendwo sein, richtig? Puh, also es ist auch auf jeden Fall ziemlich heiß hier. Ob es Trainer bei solchen Temperaturen wirklich an diesem Ort aushalten? Feuer frei. Moha, das ist es noch lange nicht gewesen. Wer hätte das gedacht? Manche Trainer halten es hier tatsächlich aus. Sieh mal da. Was ist los? Machst du etwas schlapp, Flavia? Reiß dich doch zusammen. Ah, ich bin noch nicht am Ende. Hey, ihr da, ihr seid doch Trainer, nicht wahr? Komm, kann ich euch kurz was fragen? Wow, wow, was ist los? Was denn? Also, wir suchen gerade noch weitere Mitglieder für unser Team, mit dem wir bei den WPM antreten. Ach, es geht um die WPM, verstehe. Allerdings, ich möchte auch so ein begnadeter Trainer wie mein Großvater werden. Dafür trainiere ich hier momentan mit Pyro. Diesem Training möchte ich mich jetzt voll und ganz widmen. Aber vielen Dank, dass ihr mich dabei haben wolltet. Was? Du willst nicht mitmachen? Da ist wohl nichts zu machen, was? Du bist also auch nach Passio gekommen, Pyro. Oh, Rocco, du auch hier. Dein Team sieht ja ziemlich stark aus. Ich habe da eine Idee. Wir wollen sowieso langsam zur nächsten Trainingszeit übergehen. Tut mir leid, dass ich euch damit so überfalle, aber wollt ihr gegen Flavia kämpfen? Ja klar, auf geht's. Du lässt nichts anbringen, was? Aber keine Eile, ich meine nicht sofort auf der Stelle. Bei diesem Vulkan trainieren eben uns auch noch viele andere Gefährten. Das hier ist vielleicht eine heißblütige Truppe, sag ich euch. Der Kampf gegen Flavio soll ganz oben stattfinden. Auf dem Weg dorthin müsst ihr jeden besiegen, der euch herausfordert. Was meint ihr? Dann respektiere ich also diesen Vulkan und stelle mich ihm als letzte Passion und Höhepunkt in den Weg, ja? Also, dass mir so eine wichtige Aufgabe anvertraut wird, macht mich, ich meine natürlich, wir sind definitiv die allerstärksten Gefährten hier auf diesem Vulkan. Ich habe absolut alles in mein Training gesteckt. Die Stärke, die ich mir dadurch angeeignet habe, werde ich euch ausgiebig demonstrieren, wenn ihr es nach oben schafft. Man sieht sich. Okay, einen Kampf können wir noch machen und dann ist die Folge auch zu Ende. Oh je, die ist immer noch etwas durch den Wind. Entschuldige, aber würdet ihr mir diesen Gefallen tun? Es ergibt sich dadurch keine Nachteile für euch und ihr sucht ja auch nach weiteren Mitgliedern, oder? So findet ihr bestimmt jemand ganz Tolles. Alles klar. Ah, ich verstehe, was du sagen willst, Onkelchen. Los, dann machen wir uns mal auf die Socken. Geschafft. Okay, den ersten Kampf können wir noch machen. Das schaffen wir noch. Dann ist die Folge halt mal ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, wie lange wir aufnehmen. Kämpfe auf dem Vulkan, das machen wir noch. Und dann Wasser und Gestein. Ja, Barry. Los geht's. Mal gucken, gegen wen wir antreten müssen. Oh, wer ist denn das? Er hat mich gesehen. Hey,
Beim Campen ist es sehr wichtig, die richtige Sicherheitsvorkehrung zu treffen. Deshalb gilt auch für Pokémon-Kämpfe. Das Gelbe gilt auch für Pokémon-Kämpfe, okay. Wir machen auf jeden Fall Plimpfer mit Blubber. Das ist eigentlich eine gute Attacke. Und dann schauen wir mal. Gegen Wanderer, Lichtel und Kleinstein, okay. Sind wir denn sehr effektiv? Warum hat der verdammt nochmal einen Schneckenmach dabei? Ich will erstmal mit Blubber angreifen. Das macht nämlich viel Schaden auf alle. Und dann Donnerschock und dann gucken wir mal, dass wir in der nächsten Runde mit Starmie angreifen können. Ja, die haben alle Wasserschwäche. Ich will halt hier Blubstrahl. Das macht nämlich viel Schaden. Das ist heißt, Schneckmack ist besiegt. Und dann machen wir gleich Blubber mit Berries Plimpfer. Und dann machen die anderen beiden auch Schaden. Und Lichtel kriegt auch noch ein bisschen was ab. Und wir machen Pikachu, damit du nicht verschwendest, kriegst ein bisschen Trank drauf. Und dann warten wir erstmal. Angegriffen. Trank. Ja, das geht hier so nach und nach. Blubber und Hyperteiler macht keinen Sinn. Dann machen wir hier den X Spezialverteidigung und dann haben wir hoffentlich bald alle besiegt. Donnerschock und dann nochmal Blubber. Und dann sollte doch eigentlich dieser Kampf gelaufen sein gegen die drei Pokémon hier. Blubber macht natürlich viel Schaden gegen die zwei, aber Lichtel, das steht stark da. Aber ich will mal kurz die Gefährtenattacke von Barry sehen, aber haben wir die nicht auch schon gegen ihn im Kampf gesehen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube aber nicht, ne? Barrys Spezialattacke ist Wassergefährtenstrahl, okay? Es gibt dann Pflanze, Feuer und Wasser. Wir haben noch kein Feuerteam, das kriegen wir jetzt erst hier. Und Lichtel wurde besiegt. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Lichtel wurde besiegt. Und mal gucken, wie stark wir werden. Du besiegst Camper. Wie hieß der? Marion? Und das war's auch schon wieder, ne? Das müsste jetzt der Kampf gewesen sein. Nee, er sagt noch was noch. Ich dachte, gegen dich könnte ich ganz sicher gewinnen. Man kann sich immer darauf verlassen, dass etwas Ungewöhnliches passieren wird. Aber wenn es auf jeden Fall passiert, ist es eigentlich nicht mehr da vorgesehen, oder? Unvorhergesehen. Ach so. Wir haben es geschafft, oder? Nee, da kommt noch ein Kampf. Okay, den machen wir auch noch. Gegen einen Judo-Mann, Karate-Meister, wie heißt das? Schwarzgurt. Ich habe gerade einen Pokémon-Kampf gewonnen und bin gut gelaunt. Okay. Ponita, Kamaup und Schneckmach, okay. Also, Plimpfer. Zeig dein Bestes. Pikachu ist jetzt nicht die allerbeste Wahl immer, aber wir bleiben jetzt am Pikachu, ein bisschen was Besseres haben. Oh, wir haben es gar nicht geheilt. Okay, dann gehen wir erstmal hier Trank auf Misty. Du kannst hier deine... Ah, okay, weil wir in dem Kapitel noch nichts gemacht haben. Hyperheiler, mir bringt ja nichts. Im Moment. Aber wir können gerne Blubber ausprobieren. Und viel Schaden anrichten. So. Donnerschock. Und dann Blubstrahl. Und dann kommt wieder Blubber gleich zu mir, wenn wir aufgeladen sind. So. Blubber. Machst du viel Schaden, bitte? Ich hoffe doch sehr. Ponita. Na, geht. Geht, geht, geht. Ich muss warten. Ich kann nichts machen. Im Moment. Donnerschock. Glut, 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 Glut. Blubber braucht noch ein bisschen. Ich habe kann nichts machen. Ich muss warten auf den Ladebalken warten. Genau. Blubber. Trifft. Ja, alle sehr effektiv bis auf Ponita. Ponita macht Flammenwurf. Ich weiß nicht, warum der immer auf Starmie angreift. Gibt's auch sowas wie Startungsveränderungen? Also so wie Brennen, Schlaf, Paralysie und so weiter. Hab ich noch gar nicht so festgestellt. Okay. Die zwei sind besiegt. Ich will aber mal kurz die Attacke von Starmies Gefährtenattacke ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das die gleiche ist wie von Barry. Wir gucken mal. Blubstrahl der Kecken-Meerjungfrau. Okay. Das geht gut ab. Für mich wäre eh so oder so down gewesen mit einer normalen Attacke. Aber ich musste halt übertreiben gerade. Und deswegen sagt Ponita, bye bye, wir haben es geschafft. Und ich hoffe, es kommt keiner. Du besiegst Schwarzgurt. Gewonnen. Wunderbar. Das reicht, ich will nicht mehr, ich bin wieder schlecht drauf. Nach dieser Nägel haue ich mich erstmal aufs Ohr. Geschafft. Und alle kriegen ein Level ab. Ja, wahrscheinlich, ne? Level 13, Level 10, Level 11, wunderbar. Und dann die ganzen Belohnungen für diese, ja, für diese Aufgabe. Und dann sehen wir uns am Montag in der nächsten Folge. Ah, da steht mal dran, wie viele Kämpfe man muss. Habe ich eben gerade nicht in der Eile gesehen. Zwei Kämpfe, genau. Dann sehen wir uns am Montag in der Folge. Die kommt aber früh, denn ich möchte am 2. September auch noch euch zeigen, wie man Blau
über das Event, was am 2. Dezember online kommt, machen kann. Dieses Video kommt dann abends online und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da, kommentiert doch gerne und dann bis zum nächsten Video. Bis dahin und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.